Jo, Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Aufstieg von Berg. Wie ihr wisst, ist der Frühling da, der Schnee ist endlich weg und es sieht aus wie eine Welt von Ostern. Da sehe ich Hühner, da ist ein Hühnerei. Und so. Wir sammeln jetzt das erstmal die Ressourcen alle ein. Und danach gehen wir auch in die Flotte. Und natürlich gehen wir gemeinsam auch in die Keilerei. Schauen dann auch gemeinsam, wen wir noch trainieren können, wen wir in zu Valkarin stoppen können. Und checken dann auch ab, was der Onitzer mitgebracht hat, wenn er zurück ist. So, jetzt schicken wir die nochmal los. Eisen sammeln. So. Ups, das wollte ich nicht. Schicken den auch nochmal los, Eisen sammeln. Den haben wir losgeschickt. Schicken den auch nochmal los und den schicken wir auch nochmal los. Den haben wir vergessen. Los, wir schicken weiter Holz zu suchen. Jetzt schauen wir mal bei Valka nach und in der Akademie. Hier in der Akademie können wir 4 Tramrinnen stoppen. Schreibt mir mal auf welches Level eure Akademie ist und auf welchem Level eure Valkas Zuflucht ist. Würde mich mal gerne interessieren. Tackert das mal in die Kommentare. So, jetzt schauen wir hier, wer vom Training zurück ist hier auf Berg. Und auf unser Berg. Hier ist keiner zurück. Ach doch, da. Hier die reißenden Drachen unterm Fleischklops. Pimpen wir jetzt weiter. Auf 69 können wir jeden Tag 14 Stunden nochmal losschicken. Das fällt natürlich flach. Schicken den wieder auf Reise. Schreibt ihr mal in die Kommentare, auf welchem Level eure reißenden Drachen seid. Also Fleischklops, das ist auf 68. Kotz und Rübser für Kotz und Würg. Den pimpe ich jetzt auf 71. Kann ihn für 2 Tage eine Stunde weiter pimpen. Fällt auch flach. Schicke ich ihn auch wieder auf die Reise. Hier Holzfäller Hakenzahn ist auf 68. Schicke ich auch auf die Reise. Und hier Wächter Sturmpfeil ist auf 114. Also schreibt mir mal in die Kommentare, auf welchem Level eure reißenden Drachen sind. Da investieren wir mal 100 Runen.
Und wie ihr seht, unser Urnezahn ist auf 118. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie viel Wikinger ihr auf Berg besitzt. Also ich besitze auf Berg 6800 Wikinger. So, hier können wir nochmal den Rumpelhorn aufleveln, können dann jetzt für 12 Stunden zu Valka schicken. So. Hier checken wir der wahnsinnige Zipper ab. Mal sehen, ob es wird, ob es funkt. Nein, das funktioniert nicht. Dann kommt der hier erstmal in den Hangar und suchen uns einen anderen Drachen, den wir zu Valka schicken. Entweder einer, wo auf 90 ist, oder einer auf 51. Da haben wir einmal den flüsternden Tod auf 90, den tödlicher Nat auf 90, wahnsinniger Zipper auf 90, Wechselflügel auf 90, schnappende Falle auf 90, schrecklicher Schrecken auf 90 und hier auf 91 Donnertrommler, Taifumerang, Nachtterror, Windknirscher, Funkelhüste, erschütternde Rüttler, Dreifachstachel, der brutale Holzklau, der brutale Knochenräuber, der verteidigende süßer Tod, Kotz- und Wüchs-Partner, Sturmfalz-Partner, Fleischklops-Partner, Taffflügler, Sandgeist Jung, Taifumerang verteidigend. Ich hatte doch hier auch noch einen Taifumerang. Ah ne, das war der no normale Taifumerang. Greifende Gründling. Funkelhüste. Hakadu. Krallengrabbler. Und schnappende Falle. Also die brutale schnappende Falle haben wir auch auf Level Nummer 51. Und hier unser brutales Grill. Den muss ich auch unbedingt weiter pimpen. Und unser UR Dorngrat. Unser riesenhafter Albtraum. Also der verbannte riesenhafte Albtraum. Der exotische rauchverschwindende Qualm. Wie ihr wisst, gerade den Rumpelhorn, der junge Rumpelhorn. Und das war's. Also ich entscheide mich jetzt mal für den brutales Grill. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch findet. Oder sagt, nee, pimp lieber den oder den zur nächsten Stufe. Also tackert mir das mal in die Kommentare. 20 Mille kostet der ganze Spaß für 12 Stunden. Da schlagen wir jetzt halt auch mal zu. Und checken jetzt mal Johann. Kurven uns hier die Gegenstände. Hier sind unsere Sammlungen. Hier der Gronkel, der von Brüllenden Tod. Hier den rauschenden Qualm, den habe ich aber schon, wie ich gerade schon erwähnt habe. So, jetzt checken wir unseren Onazan. Der hat uns 162 Kilo Holz mitgebracht. Sammeln wir ein. Und könnten den nochmal ins Training schicken, aber das fällt natürlich flach. So, gehe ich mal verteidigen.
Drachen. Ich würde so einen pimpen für knappe 2 Tage. Hier brauche ich gar nicht schauen. Die sind alle erstmal auf Level 6. Hier auf 51. Ab hier. Den Feuerwurm. Den pimp ich jetzt erstmal. Sturmschneid. Hier fällt es dann mal wieder flach. Premium-Drache. Was ist denn heute mit meinem WLAN hier los? Stürzt die die ganze Zeit ab oder wie? Ich guck mal bei einmalige. Hier den Bumm kann ich pimpen. Oder hier den Svens Albtraum. Ja, Svens Albtraum pimpe ich jetzt hat. Exklusive, den Schnapper. Seltene, den Schneegeist. Den Dreifachstachel. Den pimp ich auch für 11 Stunden. So. Der muss ins Titan-Training. In 8 Stunden bin ich nicht am Start, also fällt das natürlich mal flach. Oder ja, noch einen Drache kann ich ins Training schicken. Solange wie ich das noch hier überlege, gucken wir mal, was unsere legendären Drachen mitgebracht haben. Schicken den grünen Tod für 8 Stunden nochmal los. Hier unser brüllender Tod hat uns, wie soll ich das beschreiben, so Eiskristalle mitgebracht. Unser brüllender Tod schicke ich für 22 Stunden nochmal los. Hier unser Immerflügler hat uns so ein Glücksblatt, Kleeblatt mitgebracht. Schicken den für 12 Stunden nochmal los. Und hier unser großer Überwilde. Den schicken wir auch jetzt gleich nochmal los. Für 18 Stunden. Und ich bin mir irgendwie am Überlegen, ob ich hier den ohne Zahn pimpe, aber das werde ich nicht machen. Hier. Rufen. Der kommt erstmal in den Hangar. Und jetzt checken wir unsere 2 Dracheneier mit. Ich habe hier zweimal die gleichen. Das war beim letzten Event am Start. Das ist der Todsinger. Den platzieren wir jetzt hier auch erstmal auf Berg und pimpen den erst nochmal. Jetzt bin ich außerdem auf das Video drauf gekommen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ein Video. Ja, also wir sehen uns bis gleich, bis das Video hier zu Ende ist. So, und hier bin ich wieder. Das Video ist jetzt zu Ende. Jetzt lädt das hier auch noch. Und danach machen wir eine Flotte, also den Todsinger.
pimpen wir jetzt halt mal bis auf 1 bis 48. Und dann kommt drauf an, wie lange der braucht. Wenn er auch so knapp einen Tag, 2 Tage braucht, dann lasse ich ihn so. Aber das erste pimpe ich den erstmal weiter auf, so jeden Tag 18 Stunden, so um diese Zeit, oder jeden Tag 20. Wir schauen mal. Jeden Tag 17. Jeden Tag 20. Vielleicht schaffen wir es auch noch auf 2 Tage. Aber das kann ich euch leider nicht so versprechen. Jeden Tag 22 Stunden, dann schicken wir den nochmal zum Training. Und hier haben wir noch einen Todsinger. Den können wir fast nicht auch freilassen, aber nein, den stecke ich erstmal in Hange. Und schauen mal hier bei unseren Briefen, bei Neuigkeiten. Oh, hier können wir zuschlagen. Den verbannten Kronkel. Also, ich schlag da jetzt zu. Ich kauf ihn mir jetzt hat. Mol, das geht noch einen Tag, eine Stunde, 7 Minuten, das Event. Das Event. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wer da alles zugeschlagen hat und hab gedacht, jo, das hat sich gelohnt, dazu zu schlagen. Also ich kaufe mir das jetzt, bekomme auch 225 Odinsmünzen und 1000 Runen. Und hier ist der Drache, den verbannter Kronkel. Den stecken wir jetzt auch noch in den, stecken wir auch in den Hangar. Und unser ohne Zahn schicken wir auf die Reise. Für drei Stunden und gehen jetzt mal in der Flotte. Drückt mir die Daumen, dass wir die Flotte besiegen. Also, das wird, glaube ich, zu einfach für uns. Flotte Nummer 221 haben wir besiegt. Ja, da haben wir aber viele Zahnräder abgestaubt. So.
Jetzt sind wir bei Flotte Nummer 222. Tagert mir mal in die Kommentare, welche Flotte ihr seid. Das wäre eine ganz coole Sache. Und jetzt gehen wir auch noch in die Keilerei. Können hier wahrscheinlich einen Drache aufleveln. Hier den Rumpelhorn auf Level 8. Auf Level 9. Und sogar auf Level 10. Auch auf 11. Sogar noch auf 12. Noch auf 13. So, bis auf 13 könnten wir ihn pimpen. Und gehen jetzt auch, packen das Paket hier aus. Dreimal den wahnsinnigen Zipper, dreimal den Sturmschneid, zweimal der Knochenräuber. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr so mein Team in Ordnung findet oder sagt ihr, nee, komm. Änder dein Team. Wenn ja, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Wenn ich mein Team ändern soll, wen ich für wen wechseln soll. Ich würde das ja natürlich für euch auch erfüllen. Wir gehen erstmal auf den Dagurs Grill. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, auf was für ein Gerät ich aufnehme. Also ich nehme auf mein Samsung Galaxy J3 auf. Also ich komme mit dem Handy eigentlich ganz gut klar. Gehen wir nochmal auf den Dagurs Grill und können dann anschließend mit unserem Donnertrommler unsere Spezialattacke rausfeuern. Ah nee, das mache ich jetzt halt nicht, weil unsere Angriffskraft ist noch gering. Gehen wir auf den Dagurs Grill. Kann jetzt sein, dass wir ihn verlieren. Oh, oh, oh. Wir haben sogar noch überlebt, aber einen haben wir jetzt verloren. Und feuern jetzt unsere Spezialattacke mit unserem verteidigenden Donnertrommler ab und es wird nicht einfach für uns hier den Kampf zu gewinnen. Aber wir schauen mal, wie wir es hinbekommen. Kommen. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich mache das da hier. Dann erhöhen wir erstmal unsere Angriffskraft. Und hauen jetzt nochmal eine Spezialattacke raus. Blocken auch seine Spezialattacken. Und können dann anschließend nochmal eine Spezialattacke rausfallen und haben damit auch den Kampf gewonnen. Also, ich finde mein Team einfach so ganz gut. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Schreibt es mir mal in die Kommentare.
ob ihr es auch findet, wie es ein 3-Stunden-Paket. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie viel Pokale ihr in der Keilerei habt. Also ich habe 21.127. Öffnen das 3-Stunden-Paket mal und schalten das 3-Stunden-Paket frei und öffnen unser Häuptlingspaket. Neunmal den flüsternden Tod, achtmal den Knochenräuber, achtmal den Sturmschneid, achtmal den rauchverschwindenden Qualm. Und das war's. Jetzt müssen wir 14 Stunden warten, bis das Häuptlingspaket wieder da ist. Und öffnen hier noch von jedem Paket zwei oder drei Stücke. Stück. Das sind alles drei. Und einmal der Dreifachstachel war auch mal wieder dabei. Den Dagos Grill. Ich will unbedingt den Dagos Grill. So, hiervon noch öffnen wir noch zwei Pakete. Jetzt war es das letzte. Nein. Und hier öffnen wir auch noch drei Pakete. So. Ach, hier ist ja auch noch ein Drache, wo gepimpt ist. Einmal den Dreifachstachel. Den können wir auch für einen Tag eine Stunde pimpen. Aber wie ihr wisst, unsere Akademie. Ah, nee. Unsere Akademie ist nicht voll. Wir können noch einen Drache pimpen. Und ich weiß auch schon hier, wen ich ins Training schicke. Und hier war, wo ist der? Hier den Bra. Den, wo ist der? Ja, wir könnten eigentlich auch noch mal hier den Feuerwurm pimpen. Oder den Windstürmer. Ja, dann pimpen wir halt den Windstürmer für 11 Stunden 50 Minuten. So, jetzt hat es aber unsere Akademie voll. Und bei Valkyrie auch Bambude. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie nochmal gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert mich. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.